Wenn eine die Bezeichnung Überfliegerin verdient, dann diese Frau Laura Dahlmeier. 2017 das Maß aller Dinge im Biathlon. Schon früh hatte sich die junge Laura an den Großen ihres Sportes orientiert. Stichwort Vorbilder. Magdalena Neuner, Martina Glago und Olena Björndalen. Inzwischen ist Laura Dahlmeier selbst ein Vorbild geworden. Die letzte Saison, das war ohne Frage ihre Saison gewesen. Mit dem Höhepunkt in Hochfilzen. 5-mal Gold, 1-mal Silber bei einer WM. Das hatte vorher noch keine geschafft. Sie schrieb damit Biathlon-Geschichte. Auch im Weltcup gab es kaum ein Vorbeikommen an ihr. 12 Podestplätze. Am Ende holte sie den Gesamtweltcup. Aber das ist Vergangenheit. Am Wochenende beginnt die Zukunft. Der Weltcup in Östersund, Auftakt der Olympiasaison. Wenn man nach diesen aktuellen Trainingsbildern urteilen kann, hat Laura Dahlmeier ihren Schwung in die neue Saison hinübergerettet. Die letzten Monate waren eine Mischung aus Erholung und harter Vorbereitung. Bevor es wieder ernst wurde, ging es erstmal zum Klettern nach Peru. Da ist es wirklich jetzt egal, was ich daheim so mache, was im Biathlon läuft. Und ich kann super gut abschalten und da einfach auch Kraft tanken dann für alles, was so ansteht. In diesem Winter will es Laura Dahlmeier ihrem Vorbild Magdalena Neuner gleichtun und medaillenmäßig auch bei Olympia kraftvoll zubeißen. Wenn ich am Schluss da bei der Medals Plaza oben stehe, die deutsche Hymne würde gespielt werden und ich da zur Goldmedaille kriegen, das war ein ganz großer Kindheitstraum. Alles sieht danach aus, als ob Laura Dahlmeier auch in den nächsten Monaten die Dinge eher von oben betrachten wird.